beeinflussen heute alle Bereiche unseres Lebens. Wir nehmen unsere Geräte überall hin mit. Sie verbinden uns mit unserer Familie, mit unseren Kollegen und mit der gesamten Welt. Smartphones, Computer, Tablets beanspruchen ständig unsere Aufmerksamkeit. Das aus diesen Technologien resultierende permanente Zapping wirkt sich auf unser Leben und unser Gehirn aus. Die digitalen Geräte nehmen uns an die elektronische Leine und sind Auslöser für kognitive Überlastung und Stress, vor allem in der Arbeitswelt. Die Forschungen über die Auswirkungen digitaler Medien haben erst begonnen. Wie lässt sich diese stetig wachsende Datenflut bewältigen? Die Hälfte der Weltbevölkerung surft heute im Internet. Täglich tauschen wir über 150 Milliarden E-Mails aus. Riesige Datenmengen, die uns jeden Tag überschwemmen und für beispiellosen Stress sorgen. Wir sind gestresst, weil wir zu viele Informationen verarbeiten müssen, weil sie zu schnell kommen und weil sie eine Menge erreichen, die ein Mensch nicht mehr bewältigen kann. Und das ist der Nährboden für Stress. Für Thierry Venin, der ein Buch über das Überleben in der digitalen Gesellschaft geschrieben hat, sind die modernen Informationstechnologien verantwortlich für den zunehmenden Stress am Arbeitsplatz. Die Menschheit produziert heute in 2 Tagen so viele Informationen wie in den letzten 2 Millionen Jahren insgesamt. Die Mengen sind derart riesig, dass sie abstrakt werden. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, ziehen wir den Vergleich mit einer Bibliothek. Mit 14 Millionen Büchern ist Frankreichs Nationalbibliothek eine der größten der Welt. In jeder Sekunde wird die Datenmenge von umgerechnet 2 Bibliotheken ins Netz gestellt. Pro Jahr sind das 63 Millionen Bibliotheken. Ich denke, wir leben in einer Art technologischer Wildwestzeit. Die Menschen verfügen über eine Unmenge von Anwendungen und Geräten, zwischen denen sie permanent hin und her wechseln. Das ist wie im Wilden Westen, einfach chaotisch. Paradoxerweise machen wir die Erfahrung, dass die Geräte, die uns das Leben erleichtern sollten, es offenbar noch komplizierter machen. Wie konnte es so weit kommen? Wie hat die Digitalisierung unser Berufsleben verändert? Um darauf Antworten zu finden, befragte die Informationswissenschaftlerin Cindy Filliot Führungskräfte zu ihrem Umgang mit digitalen Medien. Mein Ziel war es, zu erfahren, wie es in der digitalen Arbeitswelt um die Mitarbeiter steht. Und außerdem wollte ich herausfinden, ob die Digitalisierung zu neuen psychosozialen Risiken am Arbeitsplatz geführt hat. Für ihre Untersuchung hat Cindy Filliot mit rund 100 Führungskräften gesprochen, denn sie sind vom digitalen Stress am stärksten betroffen. Die Aufgaben rund um das Verwalten oder Managen von Informationen beeinflussen die eigentliche Arbeit. Manche sprachen davon, sich abgewertet zu fühlen und sich von ihrer eigentlichen Arbeit zu entfernen. Die Analysen, die ich durchgeführt habe, zeigen, dass sich die Arbeit verdichtet in diesem Wettlauf gegen den eigenen Zeitplan. Sie intensiviert sich mit diesem Termindruck und der ständigen Erreichbarkeit, die diese Geräte ermöglichen. Bernard Mananès ist einer der Führungskräfte, die von Cindy Filliot befragt wurden. In seinem letzten Job hielt er den durch digitale Geräte erzeugten Druck kaum noch aus. Er beschloss, den Job zu wechseln, um den Stress zu reduzieren. Sie setzen sich morgens an eine Sache, sagen wir um 8.30 Uhr. Und schon um 8.36 Uhr kommt eine als dringend gekennzeichnete Mail. Aber 60% aller Mails sind als dringend markiert, weil die Leute Angst haben, dass man sonst nicht darauf antwortet. Dann bekommen Sie eine SMS, einen Anruf und erst um 11 können Sie sich wieder um die am Morgen angefangene Sache kümmern, weil Sie dazwischen ständig den Faden verloren haben. Also, entschuldigen. Ich bin in einer Besprechung, kann ich Sie zurückrufen? Und wenn man umgeben ist von Klingeltönen und sonstigen Signaltönen, verliert man die Konzentration. Verliert man die Konzentration.
Wenn er unterbrochen wird, das ist deutlich zu sehen, hat er große Mühe, den Faden wieder aufzunehmen. Und das ist charakteristisch für eine Arbeitsumgebung, in der man ohne Unterlass elektronisch bombardiert wird. In den Arbeitsgruppen, die ich moderiert habe, wurden wir alle 6 Minuten unterbrochen. Letztlich wird das neue Ökosystem der digitalen Arbeit so organisiert sein, dass man nicht mehr darin arbeiten kann. Genau wie jetzt. Der ständige Blick ins Postfach zwingt uns zu antworten. Doch das kann ein richtiger Zeitfresser sein. Forscher schätzen, dass das Beantworten von Mails 30% der Arbeitszeit eines Beschäftigten ausmacht. Mathieu Pédulaur arbeitet in einem Unternehmen, das Netzwerke administriert. Von ihm wird erwartet, dass er immerzu erreichbar ist. Ja, Francis. Nein, ich höre dir zu, aber mach schnell. Ich muss rund um die Uhr erreichbar sein, auch am Wochenende und nachts. Bei dringenden Problemen rufen Sie mich mitten in der Nacht an. Okay, wir hören uns dann nachher nochmal. Wir würden alle gern hin und wieder ein bisschen verschnaufen und die Geräte mal abschalten können. Ich sehe gerade die Mail und mir gefällt das gar nicht. Wir sehen uns gleich in der Besprechung. Sogar wenn man frei hat, sogar am Wochenende, egal wann. Immer wenn eine Mail eintrifft, muss man checken, ob es was Wichtiges ist. Was übrigens jetzt der Fall ist. Das war's also schon mit meinem Spaziergang. Oder ich mache jetzt ein paar Minuten Pause, um zu telefonieren oder diese Mail in Ruhe beantworten zu können. Jede zweite Führungskraft erlaubt es sich heute nicht, abends offline zu sein. In der Arbeitswelt ist es geradezu unmöglich geworden, sich anders zu verhalten. Es gibt die indirekte Anforderung oder Regel, ständig online zu sein, eingehende Mails zu beantworten. Zumal man ja über dieses Telefon verfügt und das Gerät zu diesem Zweck konzipiert ist. Die Tatsache, rund um die Uhr und egal wo mit seiner Arbeit verbunden zu sein, ist ein Eingriff in die Privatsphäre. Das kann Ehen zerstören oder zu Streit mit dem Partner führen, wenn das Diensthandy zu Hause zu viel Raum einnimmt. Und wenn die Arbeit überhand nimmt, führt der digitale Stress zu beruflicher Erschöpfung, zum Burnout. Stéphanie Le Saint ist es so bei ihrem früheren Job ergangen. Heute arbeitet sie auf einem Weingut. Ich bin oft nachts aufgestanden, weil ich mit China und Indien zu tun hatte. Und dann schrieb ich Mails, um alles ein bisschen zu beschleunigen. Ich dachte, das wäre gut für die Firma, dass sie davon profitiere. Ich fühlte mich nicht vereinnahmt, aber ich dachte irgendwie, das Wohl der Firma hinge davon ab und vergaß darüber mein eigenes Leben. Ich fühlte mich verpflichtet, erreichbar zu sein. Ich war komplett abhängig geworden und konnte nicht mehr ohne Netzanbindung leben. Ich musste online sein, wissen, was passiert, sogar am Wochenende. In den Ferien, die ganze Zeit. Ich schaute die ganze Zeit in meine Mails. Sogar in den Flitterwochen. Eines Tages ist mir klar geworden, dass das aufhören muss. Der Auslöser war Lilou, meine Tochter. Sie sagte, Mama, du schreist nur noch und bist sowas von böse. Du musst dich operieren lassen. Da habe ich beschlossen, etwas dagegen zu unternehmen und nicht mehr dauernd online zu sein. In ihrem neuen Job muss Stéphanie Le Saint zwar noch immer gut erreichbar sein, aber sie legt klare Zeiten fest, die mit ihrem Arbeitgeber abgesprochen sind. Die junge Frau ist dem Burnout knapp entkommen, was andere nicht von sich behaupten können. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Burnout. Inzwischen habe ich gelernt, wie ich damit umgehen und was ich anders machen kann. Aber ich glaube wirklich, dass die digitale Überflutung dafür verantwortlich war. Diese Reizüberflutung führt zwangsläufig zu mentaler Erschöpfung und in manchen Fällen zum Burnout. Das ist der neue Modebegriff. Und warum ist er in aller Munde? Weil er eng zusammenhängt mit diesen neuen Technologien. Und weil diese Technologien heute fester Bestandteil unseres Lebens geworden sind, müssen wir lernen, besser mit ihnen umzugehen. In Frankreich und Deutschland gibt es laut Thierry Venin bei 12% der Erwerbstätigen ein erhöhtes Burnout-Risiko.
Eine Situation, die eng mit den modernen Informations- und Kommunikationstechnologien verknüpft ist. Ich drehe durch, wenn ich das Gefühl habe, dass ich das, was man von mir erwartet, nicht erfüllen kann. Ich erreiche das Ziel nicht. Die digitalen Medien schrauben die Ziele immer höher. Aber ich arbeite ja schon die ganze Zeit. Zu Hause, in der U-Bahn, überall. Und ohne die digitalen Medien ginge das nicht. Also muss ich immer noch schneller sein. Und jedes Mal werde ich auf die Folgen der Informations- und Kommunikationstechnologie in diesem Stress Ökosystem zurückgeworfen. In Frankreich sind bereits 2500 bis 3500 Menschen durch Stress am Arbeitsplatz zu Tode gekommen. Das sind extrem heftige Burnout-Fälle. Außerdem gibt es hunderttausende Krankmeldungen, sodass wir von extrem hohen Kosten für diesen zunehmenden Stress am Arbeitsplatz sprechen. Digitaler Stress wird erst seit kurzem wissenschaftlich untersucht. Aber lässt sich diese Form von Stress überhaupt analysieren? Gefährdet der neue Umgang mit diesen Geräten unser Gleichgewicht? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Gloria Mark. Die Psychologieprofessorin und Computerwissenschaftlerin interessiert sich für die Interaktionen zwischen Mensch und Computer. Seit 20 Jahren untersucht sie, wie die fortschreitende Mediennutzung uns verändert. In meinen ersten Interviews habe ich die Menschen nach ihren Erfahrungen gefragt. Alle gaben an, sich von E-Mails abgelenkt zu fühlen. Also suchte ich nach einer Organisation, die bereit war, die E-Mail-Konten ihrer Angestellten zu sperren. Ich habe 6 Jahre gebraucht, um eine zu finden. Eine Agentur der US-Armee in der Nähe von Boston erklärte sich zu einer ihrer Studien bereit, bei der die Folgen von E-Mails auf die Beschäftigten evaluiert werden sollen. Gloria Mark beobachtet die Angestellten und führt physiologische Messungen durch. Ich bin Gloria Mark. Wir führen die Studie durch. Vielen Dank, dass Sie daran teilnehmen. Ich habe hier ein paar Geräte, die Sie tragen müssten. Die Forscherin stattet die Angestellten mit einem Gerät aus, das die Herzfrequenz aufzeichnet. Ein Indikator für das Stressniveau. Hinzu kommt ein Sensor, der die Anzahl der Interaktionen zwischen den Kollegen misst. Wenn andere Kollegen in Ihre Nähe kommen, senden diese Geräte wechselseitig Signale aus. Sie registrieren, wenn sie sich in der Nähe einer anderen Person aufhalten und mit dieser interagieren. Wir werden Ihr E-Mail-Programm jetzt 5 Tage lang sperren. Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, nach dem Abschalten der E-Mail-Programme haben die direkten Interaktionen zwischen den einzelnen Mitarbeitern zugenommen. Die Studie zeigt auch, dass E-Mails die größten Stressverursacher im Büroalltag sind. Wir haben festgestellt, dass der Stresspegel der Leute höher steigt, je mehr Zeit sie mit ihren E-Mails verbringen. Außerdem hat sich gezeigt, dass durch den erhöhten Zeitaufwand für E-Mails die Produktivität sinkt. Das ist ein sehr verlässliches Ergebnis, das wir anhand von verschiedenen Berufsgruppen überprüft haben. Egal um welchen Beruf es geht, ob Manager, Verwaltungsangestellter, Forscher oder Ingenieur, das Ergebnis bleibt immer dasselbe. Seit mehr als 10 Jahren befasst Gloria Mark sich damit, unsere Konzentrationsdauer am Bildschirm präzise zu messen. Und sie konstatiert eine spektakuläre Entwicklung. 2004 fanden wir heraus, dass die durchschnittliche Konzentrationsdauer der Computernutzer 3 Minuten betrug. 2012 stellten wir fest, dass sich die Leute nur noch 1 Minute und 15 Sekunden lang auf eine bestimmte Aktivität konzentrieren konnten. Sie waren also häufiger abgelenkt. Ich habe auch eine sehr umfangreiche Studie mit Studenten der Generation Y durchgeführt. Das sind junge Leute, die mit dem Internet, mit Computern und Smartphones aufgewachsen sind. Ihre Aufmerksamkeitsdauer vor dem Computerbildschirm ist sogar noch kürzer. Sie beträgt etwa 45 Sekunden. Kelly Mitchell. Die Menschen tun schon seit langer Zeit mehrere Dinge gleichzeitig. Sie telefonieren, hören Radio.
Aber was sich am Arbeitsplatz verändert hat, ist, dass sie über die digitalen Medien Zugang zu mehr Informationen haben. Und das schneller als jemals zuvor. Die Leute leiden unter Burnout, weil sie sich dauernd auf neue Aufgaben konzentrieren müssen. Das ist eine Belastung. Wir wissen also, dass Multitasking und die damit verbundenen Unterbrechungen zu Stress und kognitiver Überlastung führen. In unserer zunehmend digitalisierten Welt sind Zeitdruck und Multitasking im Job alltäglich geworden. Kann unser Gehirn mit einer solchen Belastung fertig werden? Und wenn, wie und bis zu welchem Punkt? Dieser Frage geht der Militärmediziner und Luftfahrtexperte Stéphane Buffard nach. Der Forscher untersucht die mentale Belastbarkeit bei Piloten. Das heißt, die psychische Anstrengung, die geleistet wird, um die im Cockpit anfallenden Aufgaben zu erfüllen. Das Konzept der mentalen Belastbarkeit wurde erstmals in den 1930er Jahren erarbeitet, als sich die Fabriken veränderten. Von da an wurde es auf andere Bereiche angewandt. Die Luftfahrt war sehr zukunftsträchtig und Flugsicherheit ist ein wichtiges Thema. Es gibt daher ein großes Interesse zu verstehen, was in den Cockpits geschieht. In den ersten Flugzeugen ohne Bordinstrumente orientiert sich der Pilot ausschließlich mit seinen Sinnen. Nach und nach hat die Informationsmenge zugenommen. In einer Concorde etwa befinden sich so viele Anzeigen, dass man zusätzliche Besatzungsmitglieder braucht, um einen Flug durchzuführen. Dann kommt es zu einer radikalen Neuerung. Die Einführung der Multifunktionsdisplays, die Informationen ganz anders darstellen. Die Information wird nicht weniger, aber sie wird anders strukturiert. Um die mentale Belastung von Piloten zu untersuchen, misst Stéphane Buffard die elektrische Aktivität des Gehirns sowie den Herzrhythmus und beobachtet das Verhalten der Piloten während des Flugs. Anhand dieser Parameter können wir Rückschlüsse auf die mentale Belastbarkeit während des Flugs ziehen. Das Interessante bei diesen Messungen ist, dass sie die Dynamik der Zustände wiedergeben, während des Flugs und während bestimmter Aktionen. Mit diesem Simulator kann man einen Flug inklusive einiger Pannen simulieren. Pannen, mit denen der Pilot klarkommen und für die er all seine Energie mobilisieren muss. Der Pilot muss all seine Ressourcen mobilisieren, sein Erinnerungsvermögen, seine Aufmerksamkeit. Und wenn wir ihm punktuell mehrere Aufgaben parallel stellen, muss er klare Prioritäten setzen. Motorpanne. Entscheidungshöhe. Gut, wir sind gelandet. Wenn der Hubschrauberpilot eine Panne hat und sich unter ihm gleichzeitig eine Hochspannungsleitung befindet, muss er auf die unmittelbarste Gefahr als erstes reagieren. Hier wohl die Hochspannungsleitung. Das Abwägen der Aufgaben kostet Zeit und die Verarbeitung der Informationen kann fehlerhaft sein. Das kann man in einer solchen Simulation feststellen. Bei dieser Pannensimulation wird der Pilot mit einer plötzlichen Erhöhung der Datenmenge konfrontiert. Er darf also keine Fehler machen, obwohl er mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen hat. Aktivierung der Panne. Denis, wir haben eine Panne. Können Sie sich trotzdem unterhalten? Schauen wir mal. Und wie viel ergibt 3x4? 12, würde ich sagen. Und das Alphabet rückwärts? Einen kleinen Moment. Also Z, Y. Jedes Mal, wenn Sie zu einer anderen Aufgabe wechseln, verlangsamt sich Ihre Antwort und Sie werden auch müde. Der Eindruck, mehrere Dinge gleichzeitig bearbeiten zu können, erweist sich als Trugschluss, denn jede dieser Aufgaben wird nur noch oberflächlich ausgeführt. Der Arbeiter, der den Eindruck vermittelt, beim Multitasking leistungsfähig zu sein. Bei genauerem Hinsehen wird man feststellen,
dass sich durch die ständige Prioritätenverschiebung sein Leistungskriterium nach unten verschiebt. Seiner Einschätzung nach leistet er gute Arbeit, aber sein Leistungskriterium hat sich gesenkt. Das Multitasking hat also wirklich einen Einfluss. Deaktivierung aller Pannen. Die Auswertung der aufgezeichneten Daten zeigt, dass Multitasking zu einem Leistungsabfall führt. Sogar bei einem erfahrenen Piloten. Viele von uns rühmen sich gerne damit, mithilfe der digitalen Geräte mehrere Aufgaben parallel ausführen zu können. Aber oft ist der Eindruck von Leistungsfähigkeit nur eine Illusion. Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir mehrere Sachen gleichzeitig machen? Und welche Auswirkungen hat das Multitasking auf unsere Aufmerksamkeit? Diesen Fragen geht Aurélie Bidet-Collet nach, Neurowissenschaftlerin in Lyon. Sie versucht zu verstehen, wie die verschiedenen Arten von Aufmerksamkeit mit unserer jeweiligen Umgebung interagieren. Für mich gibt es nicht nur eine einzige Aufmerksamkeit, eine einzige Art von Aufmerksamkeit, sondern mehrere verschiedene. Und sie beruhen auf verschiedenen zerebralen Mechanismen und Formen von Aktivitäten im Gehirn. Und genau das analysiere ich. Innerhalb der verschiedenen Arten von Aufmerksamkeit beschäftigt sich Aurélie Bidet-Collet zum einen mit der Daueraufmerksamkeit, die uns erlaubt, mehrere Minuten oder Stunden am Stück konzentriert zu bleiben, und zum anderen mit der selektiven Aufmerksamkeit, die irrelevante Geräusche ausblendet. Die Forscherin will begreifen, welche Mechanismen interagieren, wenn wir mit zwei Aufgaben gleichzeitig befasst sind. Mit diesem Experiment, bei dem wir die Gehirnaktivität messen, wollen wir herausfinden, ob es möglich ist, zwei Tätigkeiten gleichzeitig auszuführen. Du wirst deinen Vornamen hören und musst zählen, wie oft du ihn hörst, also wie oft du Judith hörst. Gleichzeitig werden Zahlen angezeigt und sobald du eine 2 siehst, drückst du die linke Maustaste. Es geht los. Judith. 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 Die Hirnströme, die über Elektroden am Hinterkopf gemessen werden, zeigen ein langsames Wellenmuster. Das heißt, ihre Wachsamkeit lässt nach und sie ist weniger aufmerksam für das, was sie gerade tut. Die Analyse von Judiths Hirnströmen zeigt, dass zwei Aufgaben gleichzeitig im Gehirn in Konflikt geraten, weil sie von demselben neuronalen Netz verarbeitet werden. Wenn man versucht, gleichzeitig zu telefonieren und eine E-Mail zu schreiben, wechselt das Gehirn zwischen den beiden Tätigkeiten hin und her. Und in dem Moment, wo Sie an Ihrer Mail schreiben, verpassen Sie, was Ihr Gesprächspartner am Telefon sagt. Wenn man zwei Dinge gleichzeitig macht, die auf denselben neuronalen Netzen im Gehirn beruhen, wie eine Mail schreiben und telefonieren, da wird in beiden Fällen das Sprachzentrum beansprucht. Dann ist das neuronale Netz überlastet. Und folglich hat eine der beiden Aktivitäten das Nachsehen. Im Unternehmen arbeiten wir oft umgeben von Lärm, Klingeltönen, Kollegengesprächen. All das, was Forscher als irrelevante Informationen bezeichnen. Wie die Signaltöne im Experiment stören diese Töne unsere Aufmerksamkeit, auch wenn wir die meiste Zeit in der Lage sind, sie auszublenden. Unser Gehirn hat die Fähigkeit zur Inhibition. Das heißt, es kann irrelevante Töne beim Ausführen einer Aufgabe unterdrücken. So, als ob das Gehirn diese Töne ausblendet, sie abschwächt und nicht mehr auf diese Informationen reagiert. Diese Fähigkeit zur Inhibition ist unverzichtbar, weil unser Gehirn permanent mit akustischen und visuellen Informationen aus unserem direkten Umfeld bombardiert wird. Aber wenn man zwei Aufgaben gleichzeitig bewältigen will, funktionieren diese Filter nicht mehr, wie das Experiment zeigt. Wenn man zwei Aufgaben gleichzeitig durchführt, werden diese Inhibitionsmechanismen deutlich ausgebremst. Das heißt, man kann irrelevante Reize der Umgebung sehr viel schlechter ausblenden, wie etwa das Geräusch einer Kaffeemaschine oder eine vorbeigehende Person auf dem Flur. Wenn wir zwei komplexe Aufgaben parallel bearbeiten, können wir also Geräusche sehr viel schlechter ausblenden und unsere Aufmerksamkeit leidet. Die Vorstellung, dass wir zum Multitasking fähig seien, wird somit von der Forschung widerlegt.
Der Hype, junge Menschen glauben zu lassen, sie könnten besser im Multitasking sein als ihre Vorfahren, wird von keiner einzigen ernsthaften kognitiven Studie bestätigt und bestärkt sie nur darin, zwanghaft hin und her zu zappen, was ihnen letztlich schadet. Nun könnte man ja annehmen, dass die jüngeren Generationen weniger gestresst sind, weil sie mit den digitalen Medien groß geworden sind und damit lockerer umgehen. Erstaunlicherweise bestätigen Umfragen eine genau gegenläufige Tendenz. Laut einer europäischen Umfrage unter 30.000 Beschäftigten ist der Stress durch digitale Technologien bei den Jüngeren im Vergleich zu den Älteren deutlich höher. Diese vom Marktforschungsinstitut GfK in 29 Ländern durchgeführte Umfrage zeigt, dass 39% der unter 30-Jährigen darunter leiden, dass die Arbeit einen zu großen Platz in ihrem Leben einnimmt. Weil die digitalen Geräte permanent unsere Aufmerksamkeit einfordern, wird es immer wichtiger zu lernen, den vielfältigen Verlockungen zu widerstehen. Und zwar schon von Kindesbeinen an. In Frankreich werden basierend auf Forschungsergebnissen erstmals Workshops ausgearbeitet, um die Aufmerksamkeit bei Schulkindern zu fördern. Sie sind das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem Neurowissenschaftler Jean-Philippe Lachaud und pädagogischen Fachkräften der Region Lyon. Und der Forscher ist überzeugt, wir können den Verlockungen der digitalen Medien durchaus standhalten. Mal wieder in eine Schule zurückzukehren, das lag alles längst hinter mir. Und plötzlich musste ich in die Klassen gehen, um dort ein Programm zur Förderung der Aufmerksamkeit bei Kindern einzuführen. Schaut, wer da ist. Die Forscher. Geht es euch gut? Das Programm beginnt bereits in der Vorschule. Jean-Philippe Lachaud erklärt den Kindern die Funktionsweise des Gehirns. Wir schauen uns zusammen an, wie das Gehirn funktioniert und was wir tun können, um aufmerksamer zu sein. Das ist das Programm ATTEL. AT, c'est pour attention. Ein Forscher kann in seinem Elfenbeinturm bleiben oder nach gesellschaftlichen Lösungen suchen. Rund 1000 Schüler nehmen an dem Programm teil, das die Kinder darauf vorbereiten soll, der Anziehungskraft der digitalen Medien zu widerstehen. Ziel ist es zu zeigen, dass alle Kinder lernen können, ihre Aufmerksamkeit zu steuern. Und davon werden sie bis ins Erwachsenenalter und Berufsleben hinein profitieren. Sollte sich der Versuch bewähren, wird er auf alle Schulen Frankreichs ausgeweitet. Wozu braucht man das Gehirn? Zum Nachdenken, zum Nachdenken, zum Aufpassen, sehr gut. Man braucht es nicht nur für ernste, auch für lustige Dinge. Wichtig ist, welche Bedeutung wir der Aufmerksamkeit beimessen. Wenn in der Familie großen Wert darauf gelegt wird, dass die Aufmerksamkeit einen hohen Stellenwert hat, sind auch die Kinder aufmerksamer. Wenn Sie einem Kleinkind regelmäßig vorlesen und jedes Mal eine Pause machen, wenn seine Aufmerksamkeit abschweift, wird das Kind spüren, dass Sie eine gewisse Qualität der Aufmerksamkeit von ihm erwarten. Man kann also mit vielen kleinen Gesten im Alltag die Aufmerksamkeit beim Kind fördern, was sich später bezahlt macht. Wir müssen also Acht geben auf unsere Aufmerksamkeit. Die digitalen Medien lenken uns allzu oft ab. Aber Aufmerksamkeit spielt eine zentrale Rolle in unserem Leben. In einem aufmerksamen Gehirn werden Regionen aktiviert, die die höheren kognitiven Funktionen übernehmen. Zum Beispiel sich Dinge merken, planen, verstehen. Wenn das Gehirn jedoch nicht aufmerksam ist, bleiben diese Regionen inaktiv oder sind mit anderen Dingen beschäftigt. Nacheinander trainieren die Kinder ihre Aufmerksamkeit. Auf dem Balancebalken müssen sie unablässig ihre Aufmerksamkeit bündeln, um nicht hinunterzufallen. Dieses Bild des Balancierens auf dem Balken wird sie bei ihrem weiteren Lernen begleiten. Auf dem Balken das Gleichgewicht zu halten, bedeutet, stabil zu bleiben, trotz der Kräfte, die mich immer wieder zur Seite ziehen. Genauso ist es mit der Aufmerksamkeit. Ich konzentriere mich auf eine Aufgabe. Es gibt einen Punkt A und einen Punkt B, Anfang und Ende einer Übung. Ich versuche, die Konzentration zu halten, auch wenn es Kräfte gibt, die meine Aufmerksamkeit ablenken wollen. Wie lerne ich, diesen Kräften zu widerstehen? Ich entspanne und versuche, den Körper zurückzuholen. Das heißt, ich stabilisiere den Körper und genauso die Aufmerksamkeit. Um die Aufmerksamkeit zu stabilisieren, hat sich Jean-Philippe Lachaud noch andere Hilfsmittel ausgedacht.
Die Kinder können ihre Fähigkeit zur Aufmerksamkeit steigern, wenn sie lernen, ihre Tätigkeiten einzuteilen. Ich muss mein Zimmer aufräumen. Zimmer aufräumen. Ein Zimmer aufzuräumen ist für Kinder eine komplexe Aufgabe. Aber ist sie unterteilt in mehrere kleine Aufgaben, zerstreut sich die Aufmerksamkeit nicht in alle Richtungen. Oft versuchen Kinder, alles auf einmal zu machen. Das ist einer der Gründe, weshalb sie leicht die Konzentration verlieren. Wir bringen ihnen bei, sich kleinere Ziele zu setzen. Auf diese Weise ist das Zimmer im Nu aufgeräumt. Und wir? Können wir unseren Arbeitstag auch in Minimissionen einteilen? Der Schlüssel für eine gute Aufmerksamkeit ist, sich die Arbeit einzuteilen und ein Ziel nach dem anderen zu stecken. Das klingt nicht sonderlich kompliziert, aber nur wenige halten sich daran, weil sie glauben, schneller voranzukommen, wenn wir alle Ziele vermischen. Kinder, aber auch Erwachsene lassen sich oft ablenken, weil sie kein klares Ziel vor Augen haben und mehrere Ziele auf einmal verfolgen. Das Gehirn muss mehrmals pro Sekunde entscheiden, was wichtig ist und was nicht. Wenn man also versucht, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen und sich über seine Absicht nicht im Klaren ist, kann diese Entscheidungsfindung sehr kompliziert werden. Zudem beanspruchen digitale Geräte enorm das Aufmerksamkeitssystem. Statt 2 oder 3 potenziell interessanter Dinge sind es 15.000. Ich suche im Internet eine Antwort auf eine bestimmte Frage. Plötzlich sehe ich eine Werbung an der Seite oder einen Link. Ich klicke drauf und schon habe ich vergessen, was ich gesucht habe, also meine ursprüngliche Absicht. Wenn man versucht, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen, muss man enorm viele Dinge behalten können. Man muss sich an alle Einzelheiten von Aufgabe 1, 2, 3 oder 4 erinnern. Und das führt zu einer Überlastung und hemmt die kognitive Verarbeitung. Besser ist eine Unterteilung in kleinere Aufgaben, die man nacheinander abhaken kann, um wieder vollständig für eine neue Aufgabe bereit zu sein. Für Jean-Philippe Lachaud besteht kein Zweifel. Aufmerksamkeit kann man lernen und vor allem trainieren. Ein bisschen wie einen Muskel. Auch wenn digitale Geräte unseren Alltag beherrschen und permanent unsere Aufmerksamkeit beanspruchen, kommen manche besser damit klar als andere. Jubin Rahimi ist Unternehmer in Köln. Für ihn ist die Hypervernetzung kein Problem. Er vertieft sich in seine Tätigkeiten. Ja, wenn ich reise, nutze ich eigentlich jede Minute. Ich kann hier auch einfach sitzen, ein paar Mails machen. Ich kann dabei auch noch telefonieren. Sachen auch einfach herausfinden. Das Internet ist ja überall. Und ob jetzt nun wirklich Lautstärke drumherum ist oder nicht, das stört mich gar nicht mehr. Ich vertiefe mich da rein. Man kann natürlich auch mal eine Bahnstation oder so sicherlich vergessen, wenn man sich zu sehr vertieft. Für den Geschäftsführer einer E-Commerce-Marketing-Agentur ist Information ein unverzichtbarer Rohstoff zur Ausübung seines Berufs. Und er hat seine Methode gefunden, damit umzugehen. Man muss ja nicht dauernd immer auf Informationen reagieren, sondern zu sagen, ich habe mir eine ganz bewusste Zeit und einen Zeitraum geschaffen, wo ich mich damit beschäftige, mal eine Stunde zu lesen, was ist neu im Umfeld von XYZ. Und mit dieser Art und Weise dreht man das um, dass man selber wieder in der Position ist, aktiv zu agieren und sich nicht führen zu lassen. Wie man trotz lauter Umgebung und vielfacher Reize dennoch konzentriert arbeiten kann, verdankt Jubin Rahimi dem Schachspiel. Schon als kleiner Junge lernte er auf hohem Niveau zu spielen, mit überraschenden Methoden. Führte dann so weit, dass wir dann, ich nenne es mal abstruse Sachen gemacht haben, wie ein Schachspiel in der Mitte eines Fußballfeldes, eines Hallenfußballfeldes und drumherum wird gespielt. Und der Gag war das dabei, dass halt die Personen, die Fußball gespielt haben, natürlich immer so dicht wie möglich an den Schachspielern vorbeigespielt haben, um die auch zu stören. Die Schachspieler durfte man nicht abschießen, das war dann wie ein Tor für den Gegner. Aber so musste man sich sehr stark fokussieren auf das Spiel, obwohl es sehr laut um einen herum war, obwohl es sein könnte, dass man Ball auch einfach abbekommt. Und diese spielerischen Trainingsarten führten doch dazu, dass wir ganz bewusst dann gelernt haben, uns auf Sachen zu fokussieren, auch wenn es drumherum sehr laut war. Was aber mittlerweile dazu führt, dass ich auch an einem Flughafen es einfach gelernt habe, zu sagen, jetzt konzentriere ich mich auf was und blende es einfach aus. Das Beispiel von Jubin Rahimi zeigt, wer seine Aufmerksamkeit trainiert, kommt mit den Verlockungen der digitalen Medien besser klar. Aber selbst wenn wir filtern und uns konzentrieren können,
lässt sich unser Gehirn permanent stimulieren, ohne dass es langfristig darunter leidet? Für diese Frage interessiert sich der Neuropsychologe Francis Eustache. Der Wissenschaftler hält es für zwingend erforderlich, unserem Gehirn die Möglichkeit zum Abschalten zu geben. Durch die neuen Informationstechnologien haben wir Zugang zu unglaublichen Mengen an Wissen. Aber ich denke, wir müssen auch darüber nachdenken, wie sich das auf unseren Alltag und auf die Funktionsweise unseres Gehirns auswirkt. Die permanente Beanspruchung durch digitale Geräte hindert unser Gehirn daran, wichtige Pausen einzulegen. In unserem Gehirn gibt es ein Nervennetz, für das diese Pausen unerlässlich sind. Das sogenannte Default-Mode-Netzwerk, eine Art Leerlaufmodus. Dieses Netzwerk wird aktiviert, wenn das Gehirn Pause macht, wenn man gerade nicht viel tut. Aber das heißt nicht, dass man dann schläft oder schlummert. Wenn unsere Gedanken abschweifen und wir nicht sehr aktiv wirken, arbeitet das Gehirn dennoch weiter. Aber anders. Ein bestimmtes Netzwerk von Neuronen wird aktiv. Der Default Mode. Er übernimmt die Arbeit, wenn wir bei einer bestimmten Aufgabe nicht konzentriert sind, wie beim Rechnen oder Schreiben einer E-Mail. Dieses Netzwerk umfasst mehrere Hirnregionen. Die roten Regionen, das ist das Default Mode Netzwerk. Es reicht vom vorderen Teil des Gehirns, dem sogenannten mittleren präfrontalen Kortex, bis zum hinteren Teil hier, dem sogenannten posterioren Gyrus cinguli. Das entspricht in groben Zügen den Hirnregionen im Bereich der Stirn, aber auch am Hinterkopf, in der Falte zwischen den Hirnhälften. Dieses Netzwerk wird beispielsweise aktiv, wenn wir auf einer Straße fahren, die wir gut kennen, bei gutem Wetter und flüssigem Verkehr. Es ist nicht so, dass wir nicht aufmerksam sind, aber es ist eine diffuse Aufmerksamkeit, die uns sofort reagieren lässt, sobald eine Gefahr droht. Wir überwachen alles gleichzeitig. Das ist das Wunder, das unser Gehirn vollbringt. Wir sind in der Lage, etwas anderes zu tun, etwas, das einfach erscheint, aber im Grunde sehr komplex ist und sehr wichtig für unser psychisches Gleichgewicht. Die Forschungen von Francis Eustache zeigen, dass das Default-Mode-Netzwerk eine entscheidende Rolle für unser Erinnerungsvermögen spielt. Es ist fragil. Eine Anfälligkeit, die bei einigen neurologischen Erkrankungen zum Ausdruck kommt, bei denen dieses Ruhemodus-Netzwerk nicht mehr richtig funktioniert. Das Netzwerk ist am Gedächtnis beteiligt und erlaubt uns die Synthese verschiedener Erinnerungsleistungen. Die Verknüpfung zwischen Altem und Neuem, die Projektion in die Zukunft, die Verbindung zu anderen Personen. Es ist ein extrem wichtiges Netzwerk, sowohl für unser Wohlbefinden als auch für unsere soziale Eingebundenheit. Zur Gedächtnisstabilisierung sollten wir daher unbedingt sorgsam mit dem Ruhezustandsnetzwerk umgehen und uns Zeit für Pausen nehmen, fernab der digitalen Geräte. Ich glaube, dass die Kopfarbeit, die Synthese der Erinnerung, nur funktionieren kann, wenn man Freiräume für sich schafft, damit unser Gehirn diese Synthese ausführen und nachdenken kann und man nicht auf jeden äußeren Reiz reagieren und sich ihm unterwerfen muss. Das Gedächtnis besitzt nicht nur die Fähigkeit, sich an viele Dinge zu erinnern, sondern das Erlebte auch zu synthetisieren. Deshalb ist es wichtig, es nicht überzustrapazieren. Aber der Reiz der digitalen Information ist so groß, dass der Wunsch darauf zu reagieren oft stärker ist. Viele haben den Drang, ihre E-Mails zu checken, in die sozialen Netzwerke reinzuschauen oder im Internet zu surfen, ohne Kontrolle. In unseren Interviews berichten sie von einem regelrechten Zwang. Es ist mir schon passiert, dass ich in Gegenden ohne Netzzugang unterwegs war, also ohne Handyempfang, was mich dann zunehmend gestresst hat. Ich fühlte mich vergessen von der Zivilisation, war nicht erreichbar, konnte selbst auch niemanden erreichen, wenn ich es wollte. Eine halbe bis eine Stunde ganz ohne Netzempfang reichten schon völlig aus, um mich richtig gestresst zu fühlen. Woher kommt dieses Bedürfnis, immer online zu sein und zu jeder Zeit Informationen abrufen zu können? Werden hier dieselben Mechanismen in Gang gesetzt wie bei der Alkohol- oder Drogensucht?
Es gibt im Gehirn ein System, das sogenannte Belohnungszentrum, das aus Neuronen besteht, deren wichtigste Funktion es ist, sich zu merken, wenn uns etwas beglückt. Und diese Information speichern sie dann ab. Und das ist gut so, denn auf diese Weise trinken wir, wenn wir Durst haben, und essen, wenn wir Hunger verspüren. Das Problem mit dem Belohnungszentrum ist aber, dass es auch auf viele andere Dinge reagiert. Zum Beispiel auf alles, was neu ist. Wir haben sogar nachgewiesen, dass es auf Informationen reagiert. Wenn Sie ein Smartphone besitzen, werden Sie permanent mit Informationen und neuen Inhalten bombardiert. Diese Geräte stimulieren das Belohnungszentrum sehr stark. Wie Drogen aktivieren also digitale Medien das Belohnungssystem im Gehirn. Aber mangels schwerer psychischer und physischer Schäden kann man hier nicht von einer Sucht im medizinischen Sinne sprechen. Man spricht heute eher von exzessivem Verhalten im Umgang mit diesen Technologien. Es ist interessant zu sehen, was hinter dieser intensiven Nutzung steckt. Ist es eine gesellschaftliche Problematik oder eine familiäre? Aus meiner Sicht ist es an der Zeit, diese Fragen zu diskutieren, denn sie sind fester Bestandteil des heutigen Arbeitsalltags. Wenn wir den digitalen Stress überleben wollen, müssen wir bereit sein, unsere Computer- und Smartphone-Nutzung zu hinterfragen. Aber im Dialog zwischen Mensch und Maschine kommt der Fortschritt möglicherweise wieder seitens der Maschinen. Digitale Tools immer weiter zu verbessern, um unsere mentale Belastung zu reduzieren, dieser Aufgabe widmen sich der Informatiker Robert Jacob und sein Team. Ihr Ziel ist ehrgeizig. Sie wollen den Computer so programmieren, dass er sich in Echtzeit unserer mentalen Belastung beim Ausführen einer Aufgabe anpasst. Anders ausgedrückt, der Computer sendet viel Information, wenn unser Gehirn aufnahmefähig ist, und weniger, wenn es müde ist. Wir sehen den Menschen und den Computer als zwei leistungsstarke Datenverarbeiter, zwischen denen über eine Benutzerschnittstelle eine sehr begrenzte Verbindung besteht, also über Bildschirm, Tastatur und Maus. Wir versuchen, die Datenmenge zu erhöhen, die über diese Schnittstelle übermittelt wird, und zwar den Datenfluss vom Benutzer zum Computer. Denn hier besteht bei der derzeitigen Technologie der größte Verbesserungsbedarf. Noch geht es nicht darum, den Computer in unseren Gedanken lesen zu lassen, sondern unsere Arbeitsbelastung zu erkennen, und zwar in Echtzeit. Mithilfe eines Bildgebungsverfahrens analysiert eine Software die Sauerstoffzufuhr im Blut im präfrontalen Kortex. Je mehr Sauerstoff das Gehirn verbraucht, desto mehr arbeitet es. Der Computer lernt, die Menge der Informationen, die er uns schickt, zu variieren. In diesem Fall geht es um Tests bei der Aufgabe, Flugzeuge zu überwachen. Die Benutzer überwachen mehrere Flugzeuge gleichzeitig. Sie müssen eine Auswahl treffen und sie nacheinander leiten. Wir haben versucht, die Zahl der zu überwachenden Flugzeuge an die mentale Belastung anzupassen. Ist die Zahl der Flugzeuge zu klein, langweilt sich der Benutzer. Sind es dagegen zu viele, kann er nicht alle überwachen. Die Zahl der Flugzeuge sollte also der mentalen Verfassung entsprechen. Mithilfe solcher Messungen können wir auch entscheiden, ob und wann der Benutzer unterbrochen werden kann. Ist er gerade mit einer schwierigen Aufgabe beschäftigt, ist das kein guter Zeitpunkt. Hat er jedoch gerade eine Aufgabe beendet, ist die Gelegenheit günstig. Unser Ziel ist eine sogenannte implizite Benutzerschnittstelle, die dem Benutzer Daten entlockt, ohne dass seine Aufmerksamkeit beeinträchtigt wird. Die Forschungen von Robert Jacob könnten bei Fluglotsen zum Einsatz kommen, die viele verschiedene Informationen gleichzeitig verarbeiten müssen. Aber in absehbarer Zeit sollen die Ergebnisse seiner Forschungen auch auf andere Arbeitsbereiche ausgeweitet werden. Auch wenn Sie kein Fluglotse sind, sondern in einem Büro arbeiten, gilt dasselbe. Wir können Ihre Arbeitsbereiche heute alle Bereiche unseres Lebens. Wir nehmen unsere Geräte überall hin mit. Sie verbinden uns mit unserer Familie, mit unseren Kollegen und mit der gesamten Welt. Smartphones, Computer, Tablets beanspruchen ständig unsere Aufmerksamkeit. Das aus diesen Technologien resultierende permanente Zapping wirkt sich auf unser Leben und unser Gehirn aus. Die digitalen Geräte nehmen uns an die elektronische Leine und sind Auslöser für kognitive Überlastung und Stress, vor allem in der Arbeitswelt. Die Forschungen über die Auswirkungen digitaler Medien haben erst begonnen. Wie lässt sich diese stetig wachsende Datenflut bewältigen?
Die Hälfte der Weltbevölkerung surft heute im Internet. Täglich tauschen wir über 150 Milliarden E-Mails aus. Riesige Datenmengen, die uns jeden Tag überschwemmen und für beispiellosen Stress sorgen. Wir sind gestresst, weil wir zu viele Informationen verarbeiten müssen, weil sie zu schnell kommen und weil sie eine Menge erreichen, die ein Mensch nicht mehr bewältigen kann. Und das ist der Nährboden für Stress. Für Thierry Venin, der ein Buch über das Überleben in der digitalen Gesellschaft geschrieben hat, sind die modernen Informationstechnologien verantwortlich für den zunehmenden Stress am Arbeitsplatz. Die Menschheit produziert heute in 2 Tagen so viele Informationen wie in den letzten 2 Millionen Jahren insgesamt. Die Mengen sind derart riesig, dass sie abstrakt werden. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, ziehen wir den Vergleich mit einer Bibliothek. Mit 14 Millionen Büchern ist Frankreichs Nationalbibliothek eine der größten der Welt. In jeder Sekunde wird die Datenmenge von umgerechnet 2 Bibliotheken ins Netz gestellt. Pro Jahr sind das 63 Millionen Bibliotheken. Ich denke, wir leben in einer Art technologischer Wildwestzeit. Die Menschen verfügen über eine Unmenge von Anwendungen und Geräten, zwischen denen sie permanent hin und her wechseln. Das ist wie im Wilden Westen, einfach chaotisch. Paradoxerweise machen wir die Erfahrung, dass die Geräte, die uns das Leben erleichtern sollten, es offenbar noch komplizierter machen. Wie konnte es so weit kommen? Wie hat die Digitalisierung unser Berufsleben verändert? Um darauf Antworten zu finden, befragte die Informationswissenschaftlerin Cindy Filliot Führungskräfte zu ihrem Umgang mit digitalen Medien. Mein Ziel war es, zu erfahren, wie es in der digitalen Arbeitswelt um die Mitarbeiter steht. Und außerdem wollte ich herausfinden, ob die Digitalisierung zu neuen psychosozialen Risiken am Arbeitsplatz geführt hat. Für ihre Untersuchung hat Cindy Filliot mit rund 100 Führungskräften gesprochen, denn sie sind vom digitalen Stress am stärksten betroffen. Die Aufgaben rund um das Verwalten oder Managen von Informationen beeinflussen die eigentliche Arbeit. Manche sprachen davon, sich abgewertet zu fühlen und sich von ihrer eigentlichen Arbeit zu entfernen. Die Analysen, die ich durchgeführt habe, zeigen, dass sich die Arbeit verdichtet in diesem Wettlauf gegen den eigenen Zeitplan. Sie intensiviert sich mit diesem Termindruck und der ständigen Erreichbarkeit, die diese Geräte ermöglichen. Bernard Mananès ist einer der Führungskräfte, die von Cindy Filliot befragt wurden. In seinem letzten Job hielt er den durch digitale Geräte erzeugten Druck kaum noch aus. Er beschloss, den Job zu wechseln, um den Stress zu reduzieren. Sie setzen sich morgens an eine Sache, sagen wir um 8.30 Uhr. Und schon um 8.36 Uhr kommt eine als dringend gekennzeichnete Mail. Aber 60% aller Mails sind als dringend markiert, weil die Leute Angst haben, dass man sonst nicht darauf antwortet. Dann bekommen Sie eine SMS, einen Anruf und erst um 11 können Sie sich wieder um die am Morgen angefangene Sache kümmern, weil Sie dazwischen ständig den Faden verloren haben. Also, entschuldigen. Ich bin in einer Besprechung, kann ich Sie zurückrufen? Und wenn man umgeben ist von Klingeltönen und sonstigen Signaltönen, verliert man die Konzentration. Wenn er unterbrochen wird, das ist deutlich zu sehen, hat er große Mühe, den Faden wieder aufzunehmen. Und das ist charakteristisch für eine Arbeitsumgebung, in der man ohne Unterlass elektronisch bombardiert wird. In den Arbeitsgruppen, die ich moderiert habe, wurden wir alle 6 Minuten unterbrochen. Letztlich wird das neue Ökosystem der digitalen Arbeit so organisiert sein, dass man nicht mehr darin arbeiten kann. Genau wie jetzt. Der ständige Blick ins Postfach zwingt uns zu antworten. Doch das kann ein richtiger Zeitfresser sein. Forscher schätzen, dass das Beantworten von Mails 30% der Arbeitszeit eines Beschäftigten ausmacht. Mathieu Pédelaor arbeitet in einem Unternehmen, das Netzwerke administriert. Von ihm wird erwartet, dass er immerzu erreichbar ist. Ja, Francis. Nein, ich höre dir zu, aber mach schnell.
Ich muss rund um die Uhr erreichbar sein, auch am Wochenende und nachts. Bei dringenden Problemen rufen Sie mich mitten in der Nacht an. Okay, wir hören uns dann nachher nochmal. Wir würden alle gern hin und wieder ein bisschen verschnaufen und die Geräte mal abschalten können. Ich sehe gerade die Mail und mir gefällt das gar nicht. Wir sehen uns gleich in der Besprechung. Sogar wenn man frei hat, sogar am Wochenende, egal wann. Immer wenn eine Mail eintrifft, muss man checken, ob es was Wichtiges ist. Was übrigens jetzt der Fall ist. Das war's also schon mit meinem Spaziergang. Oder ich mache jetzt ein paar Minuten Pause, um zu telefonieren oder diese Mail in Ruhe beantworten zu können. Jede zweite Führungskraft erlaubt es sich heute nicht, abends offline zu sein. In der Arbeitswelt ist es geradezu unmöglich geworden, sich anders zu verhalten. Es gibt die indirekte Anforderung oder Regel, ständig online zu sein, eingehende Mails zu beantworten. Zumal man ja über dieses Telefon verfügt und das Gerät zu diesem Zweck konzipiert ist. Die Tatsache, rund um die Uhr und egal wo mit seiner Arbeit verbunden zu sein, ist ein Eingriff in die Privatsphäre. Das kann Ehen zerstören oder zu Streit mit dem Partner führen, wenn das Diensthandy zu Hause zu viel Raum einnimmt. Und wenn die Arbeit überhand nimmt, führt der digitale Stress zu beruflicher Erschöpfung, zum Burnout. Stéphanie Le Saint ist es so bei ihrem früheren Job ergangen. Heute arbeitet sie auf einem Weingut. Ich bin oft nachts aufgestanden, weil ich mit China und Indien zu tun hatte. Und dann schrieb ich Mails, um alles ein bisschen zu beschleunigen. Ich dachte, das wäre gut für die Firma, dass sie davon profitiere. Ich fühlte mich nicht vereinnahmt, aber ich dachte irgendwie, das Wohl der Firma hinge davon ab und vergaß darüber mein eigenes Leben. Ich fühlte mich verpflichtet, erreichbar zu sein. Ich war komplett abhängig geworden und konnte nicht mehr ohne Netzanbindung leben. Ich musste online sein, wissen, was passiert, sogar am Wochenende. In den Ferien, die ganze Zeit. Ich schaute die ganze Zeit in meine Mails. Sogar in den Flitterwochen. Eines Tages ist mir klar geworden, dass das aufhören muss. Der Auslöser war Lilou, meine Tochter. Sie sagte, Mama, du schreist nur noch und bist sowas von böse. Du musst dich operieren lassen. Da habe ich beschlossen, etwas dagegen zu unternehmen und nicht mehr dauernd online zu sein. In ihrem neuen Job muss Stéphanie Le Saint zwar noch immer gut erreichbar sein, aber sie legt klare Zeiten fest, die mit ihrem Arbeitgeber abgesprochen sind.